Da kommt Alban. Startaufstellung für den Grand Prix von Japan, der heute ansteht. Wir haben die Pole Position heute für Fernando Alonso, der vor Lance Stroll startet. McLaren also mal wieder mit einer Doppelpole ganz stark vorneweg. Die Zeiten hier im Regen gefahren, weil es in Q3 geregnet hat, schon in Q2 hat es angefangen. Sainz auf der 3 vor Verstappen und Hamilton. Perez dann auf der 6 vor Albon auf der 7 und Norris nur auf Platz 8. Russell vor Gasly komplettieren die Top 10. Dann kommt Ocon und dann kommen wir leider erst auf Rang 12. Vor Charles Leclerc und Magnussen. Dann haben wir Schumacher und Drugovic auf 15 und 16 vor Piastri und Robert Schwarzman. Auf der 19 Liam Lawson vor Xu Guan Yu auf Platz 20 und ganz hinten zu Noda und Latifi jeweils mit einer Gridstrafe. Und damit servus und herzlich willkommen zur F1 22 My Team Karriere mit Alibaba Racing. Wir stehen kurz vor dem Grand Prix von Japan. Ich glaube, ich habe endlich die technischen Probleme an meinem PC lösen können und jetzt gibt es wieder Videos im bekannten Format, hoffentlich ohne Probleme und jetzt auch wieder im bekannten Rhythmus, sprich alle 3 Tage ein neues Video. Ich denke, jetzt sollte ich das jetzt wieder hinbekommen. Kein Problem soll das darstellen, auch wenn ich nicht so wirklich vorproduziert habe und es zeitlich immer so ein bisschen eng wird, wenn dann doch mal ein Wochenende voller Pläne ansteht. Nichtsdestotrotz schauen wir jetzt erstmal auf das Rennwochenende in Japan. Und ja, das Qualifying lief nicht ideal. Also wir sind in Q2 rausgeflogen und hatten mehrere Zehntel Rückstand auf ja, die Top 10. Und ich weiß nicht, also 1,5 Sekunden, glaube ich, war Verstappen in Q2 schneller, als wir das waren. Obwohl die Schwierigkeitsstufe gerade bei 77 ist, damit nicht allzu hoch eigentlich. Ich bin irritiert und weiß nicht, wie es jetzt im Rennen vorangehen wird. Ich habe die Stufe mal nicht geändert, weil ich hoffe, dass wir im Rennen trotzdem einen Tick schneller sein werden als im Qualifying zumindest. Naja, wir werden mal sehen, was das wird. Ich würde jetzt hier kein Risiko eingehen und die Soft-Medium-Strategie wählen. Ich denke, damit werden wir Alonso zumindest gleichziehen, mit Alonso gleichziehen, was die Strategie betrifft. Der wird das bestimmt auch vorne machen im McLaren, vielleicht auch Stroll. Und dann müssen wir mal gucken, wie das andere restliche Feld sich so entscheidet, ob die vielleicht ein bisschen früher reingehen und dann auf die harten Reifen gehen. Dann haben wir da vielleicht einen Vorteil, aber ich denke, es macht durchaus Sinn, dass wir da auf weichen Reifen starten, auch wenn wir das nicht allzu oft machen. So, gleich geht es in unsere Startposition hinein. Platz 12 ist mal wieder nicht allzu gut die Ausgangslage, aber ich glaube trotzdem, dass wir da alle Chancen der Welt haben, heute ein gutes Ergebnis einzufahren. Das hängt aber alles so ein bisschen davon ab, wie die KI so unterwegs ist und wie wir im Vergleich dazu performen können, ob es etwas unfair ist oder nicht. Jetzt aber erstmal in die Startposition hinein. 27 Runden, Suzuka stehen uns bevor. Ich hoffe, dass wir gut wegkommen. Es sind einige mit mir im Reifen tatsächlich vor uns unterwegs. Und das merkt man. Gasly und Russell kommen schlecht weg. Leclerc mit einem Bombenstart neben uns. Der geht gleich an 2 Leuten vorbei. Wir können hier nochmal innen reingehen. Und da ist Russell mit Medium-Reifen. Die Frage ist, ob wir da irgendwie vorbei können. Es ist immer noch Leclerc innen an uns dran. Dann müssen wir die weite Linie gehen. Sind aber auf Platz 11, haben einen Platz gut gemacht. Und jetzt haben wir da aber Russell vor uns, der natürlich ein bisschen langsam jetzt sein wird auf Medium-Reifen. Dann müssen wir möglichst schnell vorbeigehen. Und ich hoffe, dass es jetzt gleich einen Rückstau geben wird auf die Haarnadelkurve hin. Der ist aber so stark, dass Russell selbst angreift und wir fast hinten reinkrachen. Das war richtig eng. Ich kann mich an die letzte Saison erinnert, da war unser Topspeed-Vorteil auch schon enorm in Suzuka. Keine Ahnung, warum die KI das so komisch einstellt. Wir haben es wieder gesehen, dass wir da in den Kurven etwas verlieren, aber dafür auf der Geraden immer sehr nah hinkommen. Wir beobachten es jetzt nochmal hier zum ersten Mal, wenn wir über Startziel gehen. Der Unterschied ist nicht so gravierend wie letzte Saison, glaube ich, aber schaut euch mal, wie wir da, oder schaut mal zu, wie wir uns da ransaugen, Menschenskinder. Hab's wieder mit deutscher Sprache heute. Also ich glaube, dass wir da auf jeden Fall unsere Chancen heute bekommen werden. Und jetzt werden wir gleich Schwung holen gegen George Russell. Ah, da haben wir leider den Einlenkpunkt, sag mal, was ist heute los, den Einlenkpunkt nicht richtig erwischt. Und zu früh gebremst. Ich dachte, dass wir hier den Berg ohne Chance bekommen gegen Russell. Aber vielleicht kann der nicht Vollgas hier durch die schnelle Linkskurve gehen. Wir üben auf jeden Fall schon mal hohen Druck aus. Und
ich glaube, wir können aufgrund der Topspeed auch durchaus schneller fahren als Russell vor uns. Jetzt aber sollten wir etwas näher dran sein, wobei Russell da wirklich viel Speed mitnehmen kann, trotz der etwas schlechteren Medium-Reifen. Aber ich denke, dass wir dieses Mal die Chance bekommen. Ich gehe nochmal kurz runter vom ERS, weil es sonst knapp werden könnte, wenn er hier wirklich vom Gas geht. Und das macht er. Wir gehen auf die Außenbahn, er drängt uns da ganz weit außen hin. Spät eingebremst und vorbei am Mercedes-Piloten. Jetzt sind wir in der Top 10. Gutes Überholmanöver. Fair von Russell, gut gekämpft, aber es reicht nicht für den Briten. Da vorne fährt Norris auch noch auf Medium-Reifen, da sollten wir möglichst schnell vorbeikommen. Ja, das erinnert mich doch stark an die letzte Saison. Da haben wir das Qualifying hier in Suzuka auch etwas verhauen und konnten damit richtig aufholen im Rennen. Eben aufgrund dieser Topspeed-Differenz jetzt auch gegen Ocon. Wir saugen uns ran außenrum hier in die letzte Schikane hinein. Gegen Ocon, da setzen wir uns durch, drücken wir uns vorbei. Gutes Manöver gegen den Franzosen. Und jetzt müssen wir die Lücke schließen zu Norris. Und davor ist dann schon unser Teamkollege, der ja doch 5 Plätze vor uns gestartet ist. Wir sind in Runde 6. Noch konnten wir die Lücke nicht auf unter eine Sekunde zufahren. Aber ich denke, das wird nicht mehr allzu lang dauern. Wobei wir auch so langsam natürlich ans Ende des Stints kommen. Und dann ist unter Umständen unser Vorteil dahin. Wir sollten also auf jeden Fall versuchen, an Norris noch vorbeizugehen, solange wir die besseren Reifen aufgezogen haben. Ich gehe nicht davon aus, dass er Medium Hard fahren wird, wobei bei der KI weiß man das nie so genau. Von daher sollten wir auf jeden Fall die Hoffnung nicht aufgeben, selbst wenn es nicht klappt. Aber wir können zumindest nach hinten den Abstand minimal vergrößern. Es ist nicht ganz so dominant, wie das letzte Saison, glaube ich, der Fall war in der Aufholjagd. Aber ja, wir sind auf jeden Fall nicht super weit weg von den großen Punkteplätzen. Von daher habe ich da eine große Hoffnung, dass das heute ein paar gute Pünktchen für uns geben wird. Und zum ersten Mal konnten wir DRS abstauben. Noch war niemand an der Box. Wenn jemand auf die harten Reifen wechselt, dann wird er wahrscheinlich Ende dieser Runde an die Box kommen. Alle, die noch länger draußen bleiben, zumindest die, die auf den Softreifen gestartet sind, werden dann wahrscheinlich auf die Medium-Reifen wechseln und dieselbe Strategie fahren wie wir. Mal schauen. So, wir sind nah dran an den Vordermännern. Und Albon ist ja auch auf Softreifen losgefahren. Darum habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass wir in derselben Runde an die Box kommen wollen, nämlich in Runde 10. Wenn er jetzt reingeht, dann werden wir natürlich draußen bleiben. Aber wenn er durchfährt, dann machen wir den Undercut. Das ist der Plan. Aber Albon geht rein. Wir können also in Runde 10 an die Box kommen. Ich hoffe, dass Albon nicht auf harte Reifen wechselt. Das kann gut sein. Verstappen da vorne auf jeden Fall auch an der Box gewesen. Der geht auch auf die Medium-Reifen. Es ist sowas von Zeit, an die Box zu kommen. 67% Reifenabnutzung vorne rechts. Wir folgen Sergio Perez an die Box. Und jetzt gucken wir mal, wo wir rauskommen. Hinter uns natürlich auch Ocon jetzt drin. Der hatte jetzt 3 Sekunden Rückstand. Und Albon war ja eine Runde vor uns drin. Genauso Verstappen etwas weiter vorne. Die Frage ist, klappt der Stop bei uns? Ganz schön wellig hier, die Boxeneinfahrt. Ja, wir haben auf jeden Fall ein bisschen Zeit auf Perez gut gemacht. Er hat da vielleicht eine Sekunde liegen lassen. Jetzt müssen wir mal gucken, wer kommt von hinten. Da kommt Albon mit denselben Reifen wie wir und der reiht sich hinter uns ein. Wahnsinn! Ganz knapp die Nase vorn im teaminternen Duell hier. Da hat der Overcut gerade so funktioniert, weil Albon in der letzten Runde vielleicht ein bisschen Verkehr hatte oder einfach auch die Reifen so ein bisschen aus der Temperatur bringen musste. Das ist ja bei den Medium-Reifen meistens ja nicht ganz so schnell möglich wie mit weichen Reifen. Und das ist richtig gut. Auf Perez sind wir jetzt 2 Sekunden dahinter und dann kommt nachher einfach die große Frage, wo kommen wir im Vergleich zu den Medium-Startern raus. Ja, Perez tut sich da vorne schwer, an Schwarzmann vorbeizugehen und der ist jetzt richtig langsam hier durch die S-Kurven auf dem gebrauchten Satz Medium-Reifen und das kann unsere Chance sein, da vielleicht auch überraschend uns einzumischen. Die Frage ist, wird Perez jetzt in Angriff setzen? Der ist da ganz schön langsam. Und da hat er nicht wirklich in den Spiegel geguckt und wir gehen durch am Red Bull. Was für ein tolles Überholmanöver. Da hat er nicht mit uns gerechnet. Und wir unsererseits werden auf jeden Fall nicht zögern, an Schwarzmann vorbeizugehen. Vielleicht schon hier an der Stelle. Der ist gerade richtig langsam. Wir drücken uns einfach durch. Gleich ein, zwei Autos zwischen uns und unseren Teamkollegen gebracht. Richtig gut jetzt hier
diese Situation für uns. Perez wird jetzt wahrscheinlich an Schwarzmann vorbeigehen und an uns verfolgen, aber effektiv haben wir auf jeden Fall schon mal zwei Plätze gut gemacht. Ja, und Gasly und Hamilton sind an der Box und gehen auf harte Reifen. Das kann keine gute Strategie sein. Vor Gasly kommen wir da raus. Hamilton zwar vor uns, aber der wird auf jeden Fall deutlich langsamer sein. Genauso hat es auch Sainz davor gemacht. Da bin ich mal gespannt. Hamilton hier sehr langsam durch die S-Kurven mit den frischen, harten Reifen, die noch gar nicht auf Temperatur sind bei ihm. Die Frage ist, wo werden wir die Chance haben, den Angriff zu wagen? Ja, Hamilton kommt zwar gut hier raus auf die lange Gerade, aber ich denke, wir können uns da trotzdem daneben setzen, hier aus dem Windschatten heraus mit ERS-Einsatz in diese Vollgas-Linkskurve hinein und Hamilton, der geht da vom Gas. Russell jetzt auch noch an der Box, auch der und genauso Norris, die ja vor uns waren, zumindest Norris war vor uns, der kommt auch wieder vor uns raus, aber er hat harte Reifen aufgezogen. Er hat einige Plätze gut gemacht, ist jetzt Fünfter, aber im Prinzip wird es jetzt wahrscheinlich so laufen wie gegen Hamilton. Ist der langsam hier in den S-Kurven? Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht hinten reinkrachen. Können wir uns da vielleicht direkt neben hinsetzen? Ungewöhnliche Stelle, aber wir sind direkt durch. Fackeln nicht lange. Vorbei an Norris, Platz 5 für uns. Einmal kurz gegengelenkt beim Rausbeschleunigen. Ich will möglichst schnell aus dem 1-Sekunden-Fenster rauskommen. Denn ich sehe schon, die harten Reifen sind jetzt nicht super viel schlechter als unsere Medium-Reifen. Also die Begründung für diese Strategie, die wir hier fahren, Medium-Hard, ist jetzt sicherlich auch gegeben. Aber trotzdem ist unsere Strategie wahrscheinlich ein Tick schneller. Die Frage ist aber, ob die Pace ausreicht, um auf Sainz und vielleicht auf Stroll da vorne aufschließen zu können. Dafür müssten wir auf jeden Fall, glaube ich, perfekte Rundenzeiten fahren und perfekte Runden hinlegen und ich weiß nicht, ob wir das bis zum Schluss hier durchhalten, weil die harten Reifen, die werden auf jeden Fall nicht einbrechen bis zum Rennende. Bei uns kann es da schon knapp werden. Trotzdem erstmal die schnellste Runde von uns, das ist doch schon mal kein schlechtes Zeichen. Gelbe Flagge jetzt, was ist da los? Ist es vor uns, hinter uns? Irgendwas passt hier nicht. Und es ist Lando Norris hinter uns, der ausscheidet. Da hat er ein gutes Rennen eigentlich bis dato hingelegt und jetzt rollt er aus mit dem technischen Defekt-Switch-Schein. Es gibt, glaube ich, kein Safety-Car. Für uns bedeutet es aber, dass jetzt Perez direkt hinter uns ist, der ja auch die Medium-Reifen drauf hat. Aber wir konnten in den letzten Runden da ja so 3-4 Zehntel insgesamt gut machen. Das heißt, wir sind in etwa gleich schnell, so wie es scheint. Und das ist schon mal kein schlechtes Zeichen nach dem verkürzten Qualifying. Nach vorne beträgt die Lücke mittlerweile 1,6 Sekunden. Wir kommen schon einen Tick näher, aber es zieht sich noch aktuell. Da haben wir die neue schnellste Runde gefahren, haben unsere eigene Bestzeit unterboten, sind auf 1,3 Sekunden dran. Aber nur wenn wir so eine perfekte Runde hinlegen wie gerade, kommen wir 2-3 Zehntel näher an Sainz ran. Ansonsten ist er auch schon sehr konstant. Aber wer weiß, was passiert, sollten wir es einmal ins DRS-Fenster schaffen, dann ist die Tür nach vorne natürlich wieder geöffnet. Und wir sind jetzt Anfang Runde 25 tatsächlich im DRS-Fenster von Carlos Sainz. Das heißt, wir werden höchstwahrscheinlich noch die Chance bekommen, auf Platz 4 zu kommen. Okay, information on Sainz. Okay, they're slowing down. It seems like there's some kind of problem with their car. Okay, das ist natürlich für uns noch besser, wenn Sainz hier ein technisches Problem hat, auch wenn er uns jetzt hier in den schnellen Ecken jetzt sogar ein bisschen aufhält. Aber vielleicht kommen wir jetzt dann gleich vorbei. Ich habe Angst, dass er jetzt plötzlich das Auto irgendwie ausrollt oder sowas. Ganz nah dran an Sainz, der mit einem technischen Problem wahrscheinlich ein bisschen Topspeed-Verlust hat. Deshalb können wir uns jetzt hier links hinsetzen. Und wir sind durch, vorbei an Carlos Sainz. Platz 4 für uns, das sind nochmal 2 Punkte mehr auf dem Konto. Das freut mich sehr. Aber Stroll vorne jetzt 2,5 Sekunden weg. Nach dem Zweikampf mit Sainz haben wir da 1,5 Sekunden nach vorne liegen lassen. Ich denke leider nicht, dass wir noch aufs Podium kommen. So rum. Und Alonso schnappt sich noch die schnellste Runde weg. Schade, dass wir da nicht noch den Extrapunkt bekommen. Ich denke nicht, dass wir die Zeit noch schlagen können. Eine Runde haben wir noch vor uns. So, wir gehen jetzt in die letzten Kurven hier in Suzuka. Platz 4 für uns. Doch ein großer Erfolg, finde ich, nach der Startposition. Die Top 2, Alonso und Verstappen, waren heute nicht einzuholen.
Und Stroll hätten wir wahrscheinlich nur bekommen, wenn wir etwas weiter vorne gestartet. Von daher können wir doch sehr, sehr zufrieden und glücklich sein. Mit 12 Punkten heute in Japan aus Suzuka. And that's the end of the race. We'll see you in Parc Fermé. Gut gemacht. Ich denke, da können wir sehr zufrieden mit uns sein. Albon wird am Ende ja Achter, hat keinen Platz gewonnen, keinen Platz verloren, ist hinter Hamilton so ein bisschen festgesteckt nach dem Boxenstopp und konnte sich nicht weiter nach vorne arbeiten. Trotzdem insgesamt ein gutes Rennen, 16 Punkte für unser Team auf dem Konto. Mercedes holt 8 Stück, immerhin ein bisschen näher kommen wir da, auch wenn ich nicht mehr glaube, dass wir die in der Konstrukteurswertung kriegen werden. Währenddessen gewinnt Alonso vor Verstappen, die beiden heute sehr, sehr dominant. Stroll macht das Podium komplett. Ocon schnappt sich den letzten Punkt, hat Gasly geschlagen, das ist dann doch auch eine Seltenheit im Team Alpine. Ansonsten, ja, das Restfeld dann wieder mit einer halben Minute Rückstand. Magnussen da, heute der schnellste, sogar einen Tick schneller als Leclerc. Auch das tut dem Alpha Tauri-Piloten sicherlich ganz gut. Wenn wir auf die Rangliste schauen, dann geht Stroll dadurch an Sainz vorbei. 4 Punkte Unterschied. Die kämpfen da noch um Platz 4 und theoretisch ist natürlich auch noch Platz 3 drin, wobei sich Verstappen da so ein bisschen rausmanövriert in den letzten Rennen, wo er doch eine stark ansteigende Formkurve hat an der Stelle. Und wir sind mit 130 Punkten zwischen den beiden Mercedes weiterhin, haben aber durchaus noch eine Chance, da Russell oder Norris anzugreifen und vielleicht in die Top 6 zu kommen, wenn wir da richtig gute Ergebnisse einfahren. Aber das muss man natürlich erstmal noch etwas abwarten. Albon ist weiterhin hinter Gasly, aber es fehlt nur noch ein Punkt, da in die Top 10 zu kommen. Und wie gesagt, in der Konstrukteurswertung empfehlen uns 70 Punkte auf Mercedes. Theoretisch machbar, aber praktisch wird das, denke ich, sehr, sehr schwer in den letzten Rennen da noch aufzuschließen und in die Top 4 reinzufahren. Zurück im Hauptmenü und mittlerweile sind wir nur noch auf Platz 4 in dem Leistungsvergleich. Aber wie man sehen kann, sind die Teams alle gleich gut. Nur McLaren hat da vielleicht noch so den Mini-Tick mehr an Entwicklungsschritten gemacht oder an Entwicklungsstand sozusagen. Alpine ist ja auch relativ nah dran, aber doch noch ein kleines Stück dahinter und dann sehen wir eben diese große Lücke zu dem Rest des Felds. Und ja, ich denke, wie gesagt, dass es einfach geschickt ist, dass wir jetzt nicht weitermachen und die Ressourcenpunkte für nächstes Saison sparen. Und ich denke, dass wir da die richtige Strategie gewählt haben. Wir haben jetzt trotzdem noch sehr viel Zeit vor uns und können das ein oder andere Team-Event planen bzw. die Teamaktivitäten durchführen. Und ich denke, wir gehen auch hier wieder zum Beispiel auf 10 Zweitfahrer, auf Albon. Wir können auch die anderen Sachen vorziehen, bevor es hier irgendwie an Moralboosts geht. Und jetzt haben wir noch 4 Tage, dann würde ich jetzt an der Stelle, ja, was wollen wir machen? Hier gibt es ein bisschen Teamanerkennung, ja, und hier Ressourcenpunkte und es kostet Geld. Ja, schwierig zu sagen, ganz ehrlich. Ich glaube, wir machen die Teamanerkennung und die Moral brauchen wir aktuell einfach nicht. So ist es halt gerade. Und dann können wir auch schon in das nächste Ereignis reinspringen. Ja, hier können wir eine große Spende machen. 100.000 Dollar, das haben wir doch übrig. Und wir bekommen 1.500 Teamanerkennung. Das ist doch nicht so übel. Das können wir gerne machen. Und dann würde ich sagen, können wir mal hier reinchecken in die Forschung und Entwicklung. Weil wenn wir was machen, dann die Strapazierfähigkeit. Das ist so ein bisschen die Idee gerade. Und ich denke, da ist am ehesten das Getriebe
nötig, weiterzumachen. Und da haben wir schon einiges gemacht und können dann gar nicht weitermachen. Bräuchten die nächste Einrichtungsstufe. Deshalb gibt es jetzt einfach das ein oder andere andere Upgrade an der Stelle. Apropos Getriebe, das wird jetzt so ein bisschen problematisch werden für den nächsten Grand Prix in den USA. Ich gehe nicht davon aus, dass wir da ein Top-Ergebnis haben werden. USA von den verbleibenden 4 Saisonrennen auf jeden Fall der Grand Prix, der mir am wenigsten zusagt. Von daher würde ich vorschlagen, dass wir jetzt das Getriebe wechseln, weil wir können höchstens noch ein Rennen fahren irgendwie mit dem zweiten Getriebe, vielleicht noch eins mit dem dritten und wenn wir Glück haben, eins mit dem vierten. Aber 4 Rennen bekommen wir auf keinen Fall hin, deshalb werden wir jetzt ein neues Getriebe einbauen und deshalb eine Gridstrafe in Austin in Anspruch nehmen müssen. So, wir haben ordentlich vorgespult und sind jetzt kurz vor dem Grand Prix-Wochenende von Austin, haben nicht mehr wirklich was zu erledigen. Jetzt ist Red Bull auch noch an uns vorbeigegangen und man sieht, wenn man ganz nah hinschaut, dass der Unterschied minimal ist. Wir sind einen Tick schlechter als Red Bull, Ferrari, McLaren und Mercedes, die haben wahrscheinlich genau ein Upgrade mehr, zum Beispiel bei Aerodynamik oder Chassis, weil da fehlen uns noch 2 bzw. ein Teil. Beim Antrieb ist es, glaube ich, nur ein Hersteller-Upgrade, das noch nicht angekommen ist. Die Kolbenringe, vielleicht kommen die noch. 19. Juli steht da. Juli, wir haben doch Oktober, okay. Seltsam. Naja, wie auch immer, jedenfalls wird sich, wie gesagt, nicht mehr viel ändern für den Rest der Saison. Deshalb, glaube ich, ist das die beste Strategie. Jetzt aber war es das erstmal hier von diesem Video und ich würde sagen, wir sehen uns dann in Amerika wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Einschalten, macht's gut, ciao und servus. So ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte den Daumen nach oben da, abonniert den Channel und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut bis dahin, ciao und servus.